Wie erforscht man eine historische Großmacht, die selbst nichts über sich aufgeschrieben hat? Eine Informationsquelle ist die Genanalyse von menschlichen Überresten aus der Zeit. Eine zweite, die Grabstätten selbst. Auf diese Weise hat ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Max-Planck-Gesellschaft Geheimnisse eines der mächtigsten Völker der mongolischen Steppe enthüllt, der Xiongnu. Ihr Nomadenreich war das erste der Welt. Sie lebten von Viehzucht und Milchwirtschaft, waren Nomaden und errichteten ein Weltreich. Ihre Fähigkeit, vom Rücken ihrer Pferde aus Krieg zu führen, machte sie zu gefürchteten Gegnern und zu einer der mächtigsten politischen Kräfte des damaligen Asiens. Ihr Reich erstreckte sich vom Römischen Reich bis zum Kaiserreich China. Sie waren sogar so gefürchtet, dass sie die chinesischen Kaiser zum Bau einer Mauer gegen Invasoren brachten, der berühmten chinesischen Mauer. Doch lange wussten wir nur wenig über die Xiongnu oder darüber, woher sie und ihre Macht eigentlich kamen. Denn im Gegensatz zu ihren Nachbarn entwickelten sie keine Schrift. Historische Aufzeichnungen über sie stammen daher fast ausschließlich von Rivalen und Feinden. Um besser zu verstehen, wie ihr Reich im Innersten beschaffen war, hat das Forschungsteam das Erbgut aus sterblichen Überresten analysiert. Die untersuchten Toten waren auf zwei Friedhöfen der kaiserlichen Elite an der Westgrenze des Nomadenreichs bestattet worden. Die Genanalysen zeigen, wie multiethnisch die Gesellschaft der Xiongnu war. Einer der Gründe hierfür sind Ehen mit neu eingegliederten Volksgruppen. Solche Heiraten nutzten die Eliten anscheinend gezielt zum Ausbau ihrer Macht. Es gab jedoch Unterschiede bei der genetischen Vielfalt. Menschen mit niedrigem Status zeigten die größte Varianz. Sie scheinen aus weit entfernten Teilen des Reiches oder sogar von außerhalb der Landesgrenzen zu stammen. Mitglieder der Eliten hingegen wiesen weniger genetische Varianz auf. Auch die gesellschaftlichen Strukturen können die Forschenden nun besser nachvollziehen. Aufgrund der Grabbeigaben vermuten sie, dass Jungen rund um ihren 11. oder 12. Geburtstag Rollen wie Jäger oder Krieger zugeschrieben bekamen. Des Weiteren geben die Forschungsergebnisse Aufschluss über die herausragende Machtposition der Frauen des Nomadenvolks. Besonders in den Randbereichen des Reiches waren sie sowohl in der Politik als auch in den Handelsnetzwerken der Seidenstraße aktiv. Diese Tradition setzte sich später im Mongolenreich fort und hatte langfristige Auswirkungen auf die politische und kulturelle Geschichte Eurasiens. Das zeigt, trotz des Zerfalls des Xiongnu-Reichs hat es uns ein langanhaltendes gesellschaftliches und kulturelles Erbe hinterlassen. Traditionen der sonst oft als kurzlebig abgetanen nomadischen Großreiche können also durchaus lange Zeiträume überdauern. Außerdem offenbart die Studie ein komplexes und facettenreiches Bild dieser lange unterschätzten Zivilisation.